Apropos großer Spaß, also wenn du einmal einen Lachanfall kriegst, dann dauert der lang. Das habe ich in zwei Ausschnitten gesehen. Einmal, ich kenne einen Ausschnitt ganz klar. Ja, die Flügel im Stadion. Der ist auch nicht rostigen die goldenen Flügel. Und das zweite, da hat euch der Teddy Podgorski damals für seinerzeit engagiert, für einen alten Schlager von Bronner Welle, der Opitz und der Zwirschina. Naja, und irgendwann seid ihr dann aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Doch leider sind in letzter Zeit Verräter unter uns, die zerzetzen uns und wollen. Ich kann wirklich nichts dafür, aber. Was denn? Ich komme nicht. Ich bin ja selber. Du hast auch gemacht. Nein, jetzt geht's. Gehen wir jetzt aus. Mit den alten Dressen, das ist so. Nein, der fängt an zum Singen und immer, das ist ein schwerer. Das ist das Beste, was ich je gegeben habe. Das ist ja unfassbar. Man weiß ja nicht, wie lange das dauert hat. Das war ja endlos. Schau, jetzt fängt er wieder an. Schau wieder ein. Doch leider sind in letzter Zeit Verräter und Gott. Die Mauern sind schon heiß, die sind heiß. Wie ich aufgewacht bin, war ich auch sehr erschüttert, weil das ist ja nicht so alltäglich. Aber mittlerweile muss ich sagen, es bringt enorme Vorteile. Schon allein, wenn ich in der Früh aufs Training fliege. Was haben die Spieler gesagt, wie sie dich zum ersten Mal gesehen haben mit Flügel? Ich meine, hast du irgendwie mit deiner Seriosität und deiner Autorität als Trainer kämpfen müssen oder war das eher besser? Sehr, weil sie haben zuerst gelacht drüber, dann waren sie sehr erstaunt, aber natürlich, man muss jetzt wieder versuchen, neue Autorität zu bekommen, aber. Sehr interessant sind natürlich diese Flügel. Das wird ein Hoppalei. Okay. Der Raps ist in Guck, der Rap darf die Sendung nie sehen. Das müssen wir schon richtig geben. Ich habe es aber gesehen, es war öfter in Hoppalei. Diese zwei Ausschnitte sind, also das ist, was mir klar, also das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn man das sieht, muss ich wieder. Das ist so ehrlich und so lustig. Unglaublich.